Ninja Johanna die Erste. Guten Morgen, liebe Kinder, und willkommen in der Wohnzimmerkita. Johanna, was machst du denn da? Ich mache Sport. Okay, erklär doch mal. Mitmachen? Unbedingt. Erklär du doch mal in der Zeit den Kindern, was du da machst. Also, eigentlich ist das nämlich so, dass man hier durchkrabbeln und klettern muss, ohne die Wollfäden zu berühren. Das klappt ein bisschen besser, wenn man nicht ganz so groß ist wie Gina und... Gina? Erste. Und ich. Ja, warte. Wir wünschen euch heute viel Spaß mit dieser Folge. Und macht doch zu Hause auch mal sowas nach. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanze. Liebe Kinder, ihr kennt doch sicherlich das Lied und habt das auch schon mal mit den Eltern gesungen. Ihr singt es so oft jetzt hintereinander, bis das Wort Wanze verschwunden ist. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallihallo, liebe Kinder! Hi! Wir sind es wieder aus der Goethestraße mit Sedda und Sophie. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen mit euch heute wieder ein bisschen Bewegung machen und haben hier schon ganz viele tolle, bunte Plastikbecher uns hingestellt. Ihr könnt auch gerne zu Hause in der Art was Ähnliches nehmen, was vielleicht nicht so schwer ist. Probiert's einfach aus. Wir haben Plastikbecher, weil wenn mal was runterfällt oder umkippt, dann geht es nicht so schnell kaputt. Unser Ziel ist es heute, wir werden wieder unsere Füße nutzen und unsere Beine und die Bauchmuskeln werden heute mal ganz schön beansprucht. Sedda, bist du motiviert? Ja, und du? Naja. Richard. Nein. Kinder, macht mit oder guckt es euch erst einmal an. Ihr braucht ein paar Plastikbecher. Wir spielen mal wieder um die Wette. Und zwar, wer als erstes einen Turm gebaut hat. Wir dürfen diese Becher nur mit unseren Füßen nehmen und damit uns einen Turm bauen. Also guckt gut hin, mal schauen, wer am schnellsten den Turm gebaut hat. Bereit? Ja. Kinder, auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, das ist schwer. Oh Gott. Schade. Sedda ist wieder so ruhig. Ich ziehe volle Konzentration. Ja, bei mir wackelt alles. Achso, du nimmst das mit deiner Hacke und ich mit meinem... Du machst es einfach, oder was? Oh je. Schande! Oh, das zieht schon an den Bein. Und... Nein! Yay! Glückwunsch, Sedda! Sehr gut. Also Kinder, macht es zu Hause nach. Es macht viel Spaß und ist ganz schön anstrengend. Aber, für die Beine. Ja, Übung macht den Meister. Also, macht weiter, auch wenn es mal umkippt, so wie bei mir. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Hallo, liebe Kinder zu Hause. Ich bin's wieder, Ann-Kathrin. Ich möchte heute eine Klanggeschichte für euch erzählen. Ich habe hier so einiges mitgebracht. Schaut mal, könnt ihr schon sehen. Und in der Klanggeschichte geht es um die Wetterfee. Immer wenn die Wetterfee auftaucht, kommt dieses Geräusch. Und dann haben wir noch das Meer. Dann spielen noch Blumen mit. Wir haben noch die Wolke. Wassertropfen. Und den Regen. Schaut mal, ich habe hier so ein großes Instrument.
haben wir noch die Sonne. Und dann noch Eis und Schnee. Und den lauten Hagel. So, das ist alles, was da in der Klanggeschichte mitspielt. Jetzt merke ich gerade, ich habe überhaupt nicht genug Hände, um das alles zu spielen. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen Hilfe. Wer könnte mir denn mal helfen? Ist vielleicht Lisbeth wieder da? Lisbeth, bist du irgendwo? Ach super, da bist du ja. Hallo. Hallo Lisbeth, kannst du mir ein bisschen helfen? Na klar, was soll ich machen? Ach ja, das hast du. Ja, ihr müsst jetzt gleich ein bisschen mit den Klängen mitmachen. Ja, das sieht gut aus. Super. Wäre super, wenn wir noch jemanden hätten, ob Miep auch wieder da ist. Miep. Oh, ich höre sie. Hallo Miep. Kannst du auch ein bisschen helfen? Ach, das wäre super. Okay, passt auf. Ich erzähle eine Geschichte und dann sind immer irgendwann die Klänge und Instrumente dran. Ich sag euch dann Bescheid, wann das soweit ist, okay? Okay. Ich habe den Kindern gerade schon erzählt, wer alles mitspielt. Habt ihr das gehört? Ja, wir haben dich belauscht. Okay, super. Dann können wir anfangen. Die Geschichte von der Wetterfee. Ganz früh am Morgen, wenn ihr noch alle in euren Betten liegt und ganz tief und fest schlaft, ruft die Wetterfee alle ihre Wetter zusammen und bespricht mit jedem Wetter seinen Tageseinsatz. Miep, kannst du die Wetterfee spielen? Prima. Alle sitzen um die Wetterfee herum und jeder hört genau zu, was sie sagt. Heute Morgen zum Beispiel erzählte sie, dass sich das große Meer im Westen bei ihr gemeldet hat. Es hat im Moment so viel Wasser, dass es gerne ein paar Tropfen abgeben würde. So schickt die Wetterfee einige Wolken auf den Weg, damit sie die Tropfen aufnehmen können. Die vielen Blumen im Süden dagegen. Sehr gut, hast du aufgepasst, Lisbeth. Prima. Haben sie um etwas mehr Regen gebeten. Sie haben solch großen Durst und brauchen das Wasser, damit sie wachsen können. Einige Sonnenstrahlen. Prima, Miep. Gut gemacht. Oh, hört man immer noch. Schickt die Wetterfee in den Osten. Denn dort hätten die Kinder gerne Wärme und Sonnenschein, da sie unbedingt zum Baden gehen möchten. Ganz im Gegensatz zu den Eisbären, die am Nordpol leben. Die wünschen sich Eis und Schnee, damit es ihnen nicht zu warm wird mit ihrem dicken Eisbärenfell. Doch auch der Hagel möchte etwas zu tun haben. Die Wetterfee überlegt einen Augenblick, dann zeigt sie auf einen kleinen Ort auf ihrer Weltkarte, wo niemand wohnt. Dort schickt sie den Hagel hin und sagt, hier kannst du dich heute richtig austoben. Weiß jeder, was er heute zu tun hat? Fragt die Wetterfee. Kannst du die nochmal machen? Prima. Alle Wetter nicken und wünschen sich eine gute Reise, einen schönen Tag und verabschieden sich voneinander. Dann ziehen die Wolken zum Meer um dort die Wassertropfen aufzunehmen. Der Regen macht sich auf den Weg
zu den Blumen, um ihren Durst zu löschen. Und die Sonne macht sich auf den Weg zum Nordpol. Und der Hagel reist voller Freude an seinen zugewiesenen Ort. Am allerliebsten mag er die Orte, an denen niemand lebt. Denn hier muss er überhaupt keine Rücksicht nehmen. Er kann seine größten Hagelkörner fallen und es richtig prasseln lassen. Bald sind die ersten Wetter an ihren Zielorten angekommen und sie muss Acht geben, dass jedes Wetter seine Aufgabe richtig ausführt. Sie beobachtet den Hagel und die Sonne. Die Wolken, die die Regentropfen tragen, das Eis und den Schnee und den Regen. Der auf die Blumen fällt. Die Wetterfee nickt zustimmend und ist ganz stolz darauf, dass ihre Wetter alles richtig machen. Vielen Dank, ihr beide. Ihr habt mir ganz toll geholfen. Kinder, ihr zu Hause, ihr könnt auch mal auf die Suche nach Klängen gehen. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Instrumente zu Hause, sowas wie ein Glockenspiel. Oder vielleicht sogar so einen Regenmacher. Und wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, dann könnt ihr trotzdem mal schauen, was ihr so findet. Hier habe ich zum Beispiel auch einen Blumenuntersetzer genommen und Kichererbsen reingetan für unser Meer. Oder unsere Hagelrassel, die kennt ihr vielleicht noch vom Rasseln basteln. Also macht euch mal auf die Suche nach Klängen und vielleicht habt ihr auch Lust, eine Klanggeschichte zu erzählen. Viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Hallo liebe Kinder und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Wohnzimmerkita aus unserer Küche in der Goethestraße. Ich bin der René und ja, puh, wow, es ist schon richtig warm, es ist eigentlich Sommer sozusagen. Und deshalb möchte ich mit euch heute ja ein tolles Sommergericht machen, nämlich rote Grütze mit Schlagsahne. Was man natürlich auch noch mit anderen schönen Sachen verbinden kann, aber dazu kommen wir später. Und ich möchte euch mal zeigen, ich war heute Morgen extra wieder auf dem Markt und habe ganz, ganz ja, frisches Obst mal für euch gekauft, weil ich möchte mit euch eine Kindergrütze machen. Und die Kindergrütze heißt, wir machen dort Früchte rein, die ihr besonders mögt. Man könnte jetzt auch noch Kirschen nehmen, aber Kirschen gibt es noch nicht, ist noch keine Saison. Das geht ja erst Ende Juli, Anfang August nachher los. Deswegen habe ich mich heute für Blaubeeren entschieden, Himbeeren und Erdbeeren, denn die gibt es schon. Und die Erdbeeren kommen übrigens hier aus unserer Region, wie gesagt, und die sind so lecker und süß. Mua, voilà. Also wir brauchen unsere Früchte, ganz wichtig. Wir brauchen einen Topf, wir brauchen Orangensaft. Wir nehmen etwas Maisstärke. Ihr könnt aber auch Kartoffelstärke nehmen, wobei ich das immer nicht empfehlen würde. Kauft einfach Speisestärke, das habt ihr bestimmt auch zu Hause. Dann seid ihr auf Nummer sicher, das ist in der Regel Maisstärke. Wir brauchen etwas Zimt und wir nehmen zum Süßen etwas Honig. Kein Zucker, denn mit Honig kriegt ihr eine wunderbare Lieblichkeit rein. Und es ist nicht so extrem süß, wie zum Beispiel, wenn ihr mit Zucker das Ganze ja, süßen würdet. So, womit fangen wir an? Und zwar, wir fangen an mit der Soße, weil wir wollen ja eine rote Grütze machen. Und zwar nehmen wir dafür unseren Orangensaft und kochen den einmal in einen Topf heißt das, genau, Topf auf. Ja? Also, einfach hinzugeben und dann lassen wir das Ganze jetzt einmal kurz aufkochen. So, und da die Erdbeeren sozusagen ja eigentlich die härteste Frucht ist, die wir jetzt haben für unsere rote Grütze, also fangen wir auch als erstes damit an. Und zwar, ich entferne bei den Erdbeeren eigentlich grundsätzlich nur hinten den Stiel. Schaut mal, ja. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr euch noch eine zweite Schale dazu. Und dann würde ich sagen, weil es eine rote Grütze ist, wir vierteln die Erdbeeren nur. Wenn ihr kleinere Erdbeeren habt, so wie die hier zum Beispiel, dann könnt ihr sie auch einfach nur halbieren. Also schneidet hinten das einmal ab.
und dann halbiert ihr die Ebbe. Das reicht. Bei großen, wie gesagt, zweimal durchschneiden, sodass ihr 4 Stücke habt. Ne? So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und tut mir einen Gefallen, das machen zum Beispiel auch viele Eltern mal falsch. Sie schneiden immer die Erdbeere sehr großzügig hier hinten ab. Aber das ist Quatsch. Nehmt einfach, setzt unter dem Grün an und schneidet wirklich nur ein bisschen was von dem Grün weg, sodass ihr immer noch die gesamte Erdbeere habt und nicht nachher die halbe Erdbeere sozusagen wegschmeißt. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Erdbeere essen. Perfekt sieht das aus. So. Bei den Blaubeeren und bei den Himbeeren, da müssen wir gar nichts machen. Die lassen wir einfach so. Die waschen wir nur. Und wenn die gewaschen sind, dann können wir die nachher sozusagen mit hinzufügen. Aber das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Wir machen jetzt erstmal die Erdbeeren zu Ende. Und dann geht's auch schon weiter. So, jetzt habe ich die letzte Erdbeere hier auch geviertelt. Und wenn ihr jetzt mal schaut, habe ich jetzt hier eine richtig bunte Mischung sozusagen. Jetzt wasche ich eben nochmal schnell die anderen beiden Früchte. Und dann geht's los und dann machen wir unsere Grütze fertig. So, nachdem ich jetzt das Obst gewaschen habe, seht ihr jetzt hier, das ja, köchelt langsam auch schon unser Orangensaft. Ja? Und jetzt gebe ich sozusagen den Honig mit hinzu und lasse das Ganze jetzt noch mal ganz kurz ja, den Honig da drin auflösen in dem Orangensaft. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ihr müsst natürlich keinen Orangensaft nehmen. Wenn ihr zum Beispiel Kirschsaft zu Hause habt oder anderen selbstgemachten Saft zum Beispiel, auch das könnt ihr alles benutzen. Also Orangensaft habe ich jetzt nur genommen, weil das ja eigentlich sozusagen in der Regel normal ist, was man immer so tut, weil du hast ja eine gewisse Säure noch mit dabei. Das möchte man ja gerne haben bei der Grütze, dass sie so leicht süß-säuerlich schmeckt. Und da unsere Früchte, sowie die, also die Erdbeeren und die Blaubeeren zum Beispiel sehr, sehr süß sind, machen wir das jetzt mit dem Orangensaft. Also wie gesagt, ihr könnt auch Himbeersaft nehmen, Kirschsaft, Blaubeersaft, egal, Holunderbeersaft. Also alles, was ihr gerne möchtet. Ihr könnt auch gerne mischen, ja, also gar keine Frage. So, nachdem wir jetzt den Honig reingemacht haben, nehmen wir uns jetzt unsere Maisstärke. Und bei der Maisstärke, da müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Schaut mal, ich habe jetzt hier einen Esslöffel und nehme mir einen Esslöffel von der Maisstärke und verrühre das jetzt etwas mit dem Orangensaft, der jetzt schon hier drin ist. Schaut mal. Und das kann man jetzt einfach mal so ein bisschen glatt rühren. So, und wenn ihr jetzt sozusagen die Maisstärke mit etwas Saft ja, sozusagen hier verrührt habt, so wie es jetzt hier aussieht, dann können wir jetzt sozusagen unsere Soße ja, damit etwas andicken. Passt auf. Und zwar nehmen wir dafür jetzt einen Schneebesen und schalten den Herd mal aus. Weil jetzt brauchen wir, jetzt unser Orangensaft mit dem Honig kocht, ist auch schon wunderbar ja, aufgelöst, der Honig. Und jetzt geben wir ganz langsam, geben wir etwas von dieser Maisstärke hinzu und rühren das unter. Und zwar so lange, bis wir einen gebundenen Saft haben. Schaut mal, so sieht das Ganze dann aus. Dadurch, dass wir das jetzt mit unserer Speise- oder Maisstärke angedickt haben, verbinden sich dann gleich, wenn wir die Früchte einmal kurz drin aufkochen, verbinden sich die Früchte dann besser, ja, sozusagen mit unserer Soße. Ihr habt einen ganz, ganz tollen Geschmack und ja, das ist eigentlich so das Geheimrezept daran, warum rote Grütze eigentlich so lecker schmeckt. So, das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Wir können aber schon etwas Zimt hinzugeben, eine kleine Prise. Zimt macht das Ganze nicht nur weihnachtlich. Man sagt ja, Zimt nutzt man immer nur zu Weihnachten. Das stimmt nicht. Auch im Sommer kann das nehmen. Gerade zu einer Kindergrütze ist Zimt wundervoll, hat ein ganz, ganz tolles Aroma. Und wenn man das nachher zum Beispiel mit der Schlagsahne zusammen isst, das ist so wirklich, also ist ein Genuss im Mund, wo ihr sagt, das ist rote Grütze. Ja? Gut, wir lassen das einmal kurz aufkochen und dann kommen gleich die Früchte, die wir gerade gewaschen haben, einmal rein. So, jetzt haben wir unsere Erdbeeren, die wir jetzt ja vorhin zerteilt haben, sind fertig. Wir geben jetzt die Erdbeeren sozusagen in unsere Soße hinein. Und dann sieht das Ganze jetzt schon mal so aus. So, auch die Erdbeeren lassen wir jetzt einmal aufkochen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Erdbeeren sind ja etwas fester als die Himbeeren und die Blaubeeren. Wir lassen sie einmal aufkochen, damit sie schon einmal ein bisschen sozusagen durchgegart sind und nachher ungefähr die gleiche Weichheit haben wie die Himbeeren und die Blaubeeren. Deswegen ganz kurz kochen lassen und dann geht's gleich weiter. So, die Erdbeeren lassen wir jetzt auch einmal ganz kurz aufkochen, denn die Erdbeeren sind ja von den Obstsorten das etwas härtere Obst. Und damit das nachher genau alles gleich weich ist, also sprich die Erdbeeren sind genauso weich wie die Himbeeren und auch die Blaubeeren, lassen wir die einmal kurz aufkochen.
Denn die Himbeeren und die Blaubeeren, die zerfallen nachher sehr, sehr schnell, gerade wenn es warm gewesen ist. Und das wollen wir nicht. Ne? Deswegen lassen wir jetzt nur einmal ganz kurz einmal köcheln und dann geben wir jetzt gleich die Himbeeren und die Blaubeeren dazu. So, seht ihr? Unsere Erdbeeren sind jetzt etwas weicher geworden und das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Und jetzt geben wir unsere Himbeeren und unsere Blaubeeren sozusagen mit dazu. Und ich habe den Herd jetzt gerade ja vorhin schon ausgemacht. Dann, ihr müsst jetzt auch gar nicht mehr kochen, nichts mehr. Lasst jetzt einfach eure Früchte sozusagen in dem Sud, also in eurer Grütze sozusagen, lasst sie jetzt einfach ungefähr 15 Minuten ziehen. Das machen wir jetzt auch und dann können wir das auch gleich warm nochmal anrichten. Also, ich zeige euch das gleich nochmal, wie nach 15 Minuten das ungefähr aussieht, denn dann hat nämlich die Farbe auch, sieht dann ganz anders aus. Ja, und dann richten wir an und dann nebenbei können wir eigentlich jetzt, während das zieht, schon mal die Schlagsahne fertig machen. So, liebe Kinder, und jetzt geht's los mit der Schlagsahne. Ich will euch mal zeigen, wie sowas eigentlich funktioniert, wie sowas ja auch ganz einfach selber geht. Da müsst ihr nicht immer die aus der Tube kaufen zum Spritzen. Ihr nehmt euch einfach einen Becher kalte Schlagsahne. Ganz wichtig, sie muss kalt aus dem Kühlschrank kommen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und zwar gießt ihr sie einfach in eine Schüssel. Und jetzt habt ihr bestimmt zu Hause so einen Mixer, womit Mama oder Papa auch gerne oder Oma mal einen Kuchenteig macht. Ne? Den könnt ihr jetzt natürlich benutzen. Ich zeige es euch mal, wie es mit dem Schneebesen geht. Und zwar stelle ich mich jetzt hier so lange hin und schlage die Sahne. Und zwar, ich schlage sie, ich rühre sie nicht, sondern ich schlage sie. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja mit dem Schneebesen wollen wir Luft unter die Sahne unterheben. Dadurch wird sie ja luftig und halt steif. Und das machen wir jetzt mal. So, liebe Kinder, jetzt haben wir unsere Sahne fertig geschlagen. Schlagt sie nicht zu fest. Wenn ihr sie zu fest macht, dann kommt sie an einen Punkt, wo sie nachher ja, ganz, ganz schnell grieselig wird. Müsst ihr aufpassen. Deswegen macht sie lieber etwas lockerer, so wie ich jetzt hier zum Beispiel. Das reicht. Und jetzt haben wir eigentlich unsere Grütze eigentlich auch soweit fertig. Wir können ja mal gucken. Ich habe hier schon mal ein Schälchen zum Anrichten. Und wenn ihr mal schaut, sieht unsere Grütze jetzt so aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Perfekt. Und die könnt ihr jetzt zum Beispiel eigentlich umfüllen, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel sie morgen essen möchtet zum Beispiel, füllt sie um, lasst sie auskühlen im Kühlschrank und morgen habt ihr eine richtig schöne sämige Grütze. Oder aber ihr macht es so wie wir jetzt heute und zwar, wir füllen sie jetzt einmal in die Schüssel ein, dafür nehmen wir uns hier mal eine von den großen Kellen, das geht ein bisschen schneller, dann füllen wir die einmal hier rein und was für eine schöne Farbe da auch wirklich entstanden ist, ist wunderbar. So und ich würde euch jetzt empfehlen, das ist nur meine Empfehlung natürlich, ja. Ihr könnt es zu Hause, könnt ihr jetzt eure Schlagsahne zum Beispiel nehmen, die ihr fertig habt. Füllt sie in eine Schale extra. Schaut mal. Gerade bei dem heißen Wetter. Stellt das daneben, da kann sich jeder so viel Sahne nehmen, wie er möchte. Oder aber, ihr macht das so wie ich. Ich bin ja ein Genießer. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Eis gefunden. Und macht jetzt nochmal richtig schön auf, ja, die warme rote Grütze sozusagen, zwei Kugeln von eurem Lieblingseis. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen und ihr seht, es ist ganz einfach. Ihr könnt euch so eine richtig, richtig leckere Grütze machen. Und das ist heute mein Mittagessen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, Theresa, und ich freue mich, dass ich heute wieder Unterstützung habe von Shanti. Guten Morgen. Shanti, was machen wir denn heute? Du hast einen Stift in der Hand. Ich habe einen Stift und einen Zettel. Malen wir was? Damit könnte man was malen. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass wir ja schon gesehen haben, wie toll ihr malen könnt zu Hause. Und man kann mit dem Stift auch etwas anderes machen, und zwar schreiben. Man kann zum Beispiel eine Geschichte schreiben. Man kann aber auch was anderes schreiben und das dann verschicken. Was könnte das sein? Theresa, ich sag's ja nicht gerne, aber ich kann nicht schreiben. Du kannst nicht schreiben? Mm-mm. Das ist nicht schlimm. Zu Hause bei euch könnten zum Beispiel Mama und Papa helfen und Shanti helfe ich natürlich. Wir können einen Brief schreiben. Das finde ich richtig gut, dass du mir hilfst. Wem können wir denn einen Brief schreiben?
Ich würde gerne meiner Freundin Lisbeth schreiben. Lisbeth, können wir gerne einen Brief schreiben. Du sagst mir, was du ihr schreiben möchtest und ich schreibe das auf das große Papier auf. Und danach bringen wir das zur Post. Zur Post? Mhm. Was macht denn die Post mit dem Brief? Bei der Post können wir den Brief abgeben, nachdem wir eine Briefmarke raufgeklebt haben. Und dann kommt der Brief sogar bei Lisbeth zu Hause an, wenn wir die Adresse raufgeschrieben haben. Das ist ja richtig spannend. Mein erster Brief, Kinder. Ja, okay. Man kann jedem einen Brief schreiben. Freunde, Oma und Opa oder auch dem Nachbarn. Jedem könnt ihr einen Brief schreiben. Und wie fängt man so einen Brief an? Ich fange meinen Brief immer so an, dass ich schreibe, Liebe sowieso. Also du könntest schreiben, Liebe Lisbeth. Ja, dann machen wir das doch. Liebe Lisbeth. Liebe. Und danach? Lisbeth. Lisbeth. Und was schreiben wir dann? Ich freue mich drauf, wieder mit dir zu spielen. Ich freue mich wieder mit dir zu spielen. Das ist ein ganzer Satz. Dann kommt ein Punkt. Und darf ich Lisbeth noch was sagen? Ja. Die Lisbeth, die hebt mich nämlich manchmal mit ihrem Schnabel auf und fliegt dann mit mir los und dann wird mir immer schlecht. Oh. Und das mag ich nicht. Ja. Können wir der Lisbeth vielleicht sagen, dass sie das nicht mehr machen soll und ich was anderes spielen möchte? Du darfst alles schreiben, was du möchtest in so einem Brief. Dann sag doch, können wir bitte Ball spielen, damit ich nicht mehr spucken muss. Gerne. Können wir lieber... Ja. Lieber Ball spielen, sodass ich nicht mehr spucken muss. Ich hoffe, das kommt auch bei Lisbeth an. Das ist ja wichtig, ihr das zu sagen. Ja. Okay, und nun brauchen wir bei dem Brief nur noch eine Verabschiedung. Wie möchtest du ihr Tschüss sagen? Na so, Tschüss. Okay, dann sagen wir Tschüss und man unterschreibt am besten noch mit seinem Namen. Aber weil du nicht schreiben kannst, könntest du zum Beispiel deine Nasenspitze anmalen und einen Punkt als Unterschrift machen. Und ich schreibe deinen Namen heute für dich. Den musst du mir noch mal sagen. Shanti. Shanti, genau. Tschüss, deine Shanti. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, wenn ihr Briefe schreibt zu Hause. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Wir gehen jetzt zur Post. Wir gehen zur Post, genau. Tschüss. Die Schulen sind geschlossen, ich war ewig nicht bei Oma. Denn es gibt zurzeit ein Virus und das Virus heißt Corona. Drum bleiben wir zu Hause und wir können uns nicht sehen. Das ist doof, echt nicht schön, darf nicht in die Kita gehen. Find ich blöd, fehlt's mir sehr, ich will kein Corona mehr. Ich kann nicht mehr zum Turnen und im Kino läuft heut nix. Popcorn gibt es nur zu Hause, auf dem Sofa vor Netflix. Aber meine Eltern wollen immer nur Nachrichten sehen. Das ist doof, echt nicht schön, darf nicht in die Kita gehen. Find ich blöd, fehlt's mir sehr, ich will kein Corona mehr. Das ist doof, echt nicht schön, darf nicht in die Kita gehen. Find ich blöd, fehlt's mir sehr, ich will kein Corona mehr.
Die Leute tragen Masken, das sieht ziemlich komisch aus. Und meine Lieblingspizza esse ich nur noch zu Haus. Aber immerhin darf ich jetzt wieder auf den Spielplatz gehen. Aber immer nur zwei Kinder auf einmal, ne? Das ist doof, echt nicht schön. Darf nicht in die Kita gehen, find ich blöd, fehlt's mir sehr. Ich will kein Corona mehr. Das ist doof, echt nicht schön. Darf nicht in die Kita gehen, find ich blöd, fehlt's mir sehr. Ich will kein Corona mehr. Mein Onkel hat im Keller 1000 Rollen Klopapier und 100 Kilo Nudeln, ich frag mich bloß wofür. Vielleicht kocht er ein bisschen mehr und stellt der ganzen Nachbarschaft was vor die Tür. Ich kann Nudeln. Das ist doof, echt nicht schön, darf nicht in die Kita gehen, find ich blöd, fehlt's mir sehr, ich will kein Corona mehr. Das ist doof, echt nicht schön, darf nicht in die Kita gehen, find ich blöd, fehlt's mir sehr, ich will kein Corona mehr. La 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 la. La 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 la. Tschüss. So, das war unsere Folge am Samstag. Wir hoffen, ihr habt ein richtig schönes Wochenende. Bis morgen. Tschüss.